Und damit hallo und ein wunderbar herzliches Willkommen zurück bei Otherworld Frühling der Schatten. Ja, es geht gleich heiter weiter hier in der volkstümlichen Heugabelschuppen. Und ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Außer hier so ein Ding. Zurück auf den Scheunenboden. Ach so, das war da. Vielleicht befindet sich der Schlüssel hier irgendwo. Vielleicht hilft aber auch ein Messer. Oder Seife. Das funktioniert nicht. Ah, eine Mistgabel. Das Ventil ist locker. Kein Wunder, dass Wasser herausspritzt. Der Krug ist wirklich nützlich. Ich sollte ihn auffüllen. Wahrscheinlich ist das Ventil locker. Ich dachte schon, wir müssten jetzt so warten, bis der jetzt voll tröpfelt mit den Tröpfeln da. Also, ja. Wunderbar. Schraubenschlüssel. Fleißige Handwerker. Wer will fleißige Handwerker sehen, der muss zu den Wimmelbildspielern gehen. Ein altes Sprichwort aus Norderney. Das ist auch eines der wenigen Wimmelbild-Items, das man mal länger, das man mal für viele Zwecke gebrauchen kann. Können wir das Schaf waschen? Nee. Ich dachte, wir kämen zum Schaf zurück. Aber hier können wir erstmal Heu gabeln. Was? Es klingt hohl, wenn ich darauf klopfe. Und das Messer, das ist auch super. Und wir bekommen einen Autoschlüssel. Ich muss dies in eine Art Behälter geben. Wieso denn? Damit bekommen wir Wolle. Und einen Stuhl? Ich muss übrigens dazu sagen, das habe ich jetzt gesehen, als ich die letzte Folge geschnitten habe. Ich spiele direkt im Anschluss weiter. Also ich sehe ein bisschen blass, glaube ich, aus mit dem weißen Hintergrund und dem weißen T-Shirt. Und ich bin auch so blass. Aber macht euch keine Sorgen, mir geht's gut. Ich hab Kaffee und spiele Wimmelbildspieler. Was Besseres kann es nicht geben. So. Eine Schere und ein Körbchen. Können wir mit der Schere dem alten Schatten mal seinen Zottelzopf da abschneiden? Korb, Heu? Nö. Aber können wir das Schaf scheren? Wieso? Wir können doch das Schaf wohl scheren. Oder waschen. Einbalsamieren. Im Stuhl schlagen. Oder einen Korb unter die Nase halten. Ich improvisiere. Merkt man wahrscheinlich gar nicht. Ein Futterhaken für Futter. Aber können wir denn nicht... Korb, Heu? Ich muss dies in eine Art Behälter geben. Ja, dann Behälter, Korb. Korb ist ein Behälter. Mann! Nee. Was? Igitt, die sind bestimmt nicht mehr frisch, sondern Zombie-Eier. Was? Was? Wir haben einen Korb verfaulte... Wehe. Ich... dachte schon. Alter, vor allem, welche... Welche Mutter lässt denn ihre Eier verfaulen? Nee, ich brüte jetzt nicht aus. Die sollen da bleiben, wo sie sind. Was ist denn das?
Hier steht so ein cooles Bike von den wilden Kerlen. Dum, 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 dum. Aber die Musik gefällt mir. Eine Elf. Ich frag mich, ob das Landleben etwas gibt. Ich möchte es nicht wissen, ich möchte es echt nicht wissen. Hilft uns das hier auf irgendeine Weise weiter? Gabark, Nack, Kleidung, haha. Sind wir der Kammerdiener von dem? Und ich habe vergessen, scheiße, ich habe schon wieder vergessen, den Timer zu stellen, weil mich das Spiel einfach so mitreißt. Im negativen Sinne. Ich stelle mal auf 25 Minuten. Da habt ihr die Folge mal ein bisschen mehr, wa? So, ein Gehstock. Warum der den auch immer dabei hatte, können wir... Kommen wir damit auf den Dachboden? Ja. Falltür herunterziehen. Wie sie auch aussieht. Sieht. Was? In jedem Haus soll es eine Arbeitsfläche. Scharfscheren, waschen, dingsen, weben. Weben, sieben, schneiden, nähen, Kleidung. Das weiß ich auch vorher, wie das geht. Schublade aufziehen. Ach, wunderbar. Hier können wir wieder lustig Wimmel raten. Und ich kann wieder was erzählen über... Ja, worüber kann ich denn mal was erzählen? Schlag doch mal was vor. Worüber soll ich mal was erzählen? Achso, über... Was ich erzählen könnte, wäre ein Spiel, was demnächst kommt, was ich unbedingt spielen möchte. Und das wird demnächst kommen. Das habe ich in meinem letzten Bridgeman schon angekündigt. Und nach Otherworld, denke ich, wird es kommen, wenn ich die Zeit dazu finde. Aber ich denke, ich werde sie finden. Vielleicht hau ich es auch schon vorher raus, während Otherworld noch läuft, dann auf zwei Projekte. Und das ist ein Spiel, das ich ziemlich... Muss das hier nicht sein? Das ich ziemlich feiere. Und das muss da drin sein. Und also das, was ich wirklich enorm cool finde und sowas von Fanboy bin. Und wir haben Knöpfe und das ist... Ich gebe mal einen dezenten Hinweis, der auch gleich zeigt, wie sehr ich das Spiel feiere. Also ich weiß nicht, ob man es gesehen hat, hoffe ich. Ja. Also das wird demnächst kommen. Elfe. Und ich hoffe, ihr habt da Spaß dran. Es wird mal ein Spiel sein, von dem ich vorher weiß, dass es gut ist. Wo ich auch nicht die ganze Zeit, boah, Mann, scheiße, boah, dieser blöde Kobold. Und was? Was will der jetzt, dieser Vollidiot? Also da wird's mal, gut, ich werde auch Vollidiot wahrscheinlich sagen zu manchen Charakteren. Diejenigen, die Life is Strange kennen, wissen, dass es da den ein oder anderen Vollidioten geben wird. Aber ich möchte dazu nicht zu viel sagen. Eigentlich ist es schade, dass ich es jetzt schon mal gespielt habe. Aber
Nichtsdestotrotz, wie kommen wir denn hier eigentlich in die Karte? Ach, da. Aber nichtsdestotrotz ist Life is Strange ja auch auf jeden Fall ein Spiel, was man öfter spielen kann. Und es immer andere Wege gibt, das zu spielen. Ich dachte, wir könnten das jetzt hier scheren, das blöde Schaf. Ich gehe doch jetzt nochmal zurück. Aber es liegt mir sehr am Herzen, das zu spielen. Ich habe ein bisschen Angst, das zu let's playen. Irgendwas sagt mir, dass die Stickerei nicht so aussehen sollte. Na sowas. Wie gesagt, ich habe ein bisschen Angst. War jetzt einfach... Es liegt mir sehr am Herzen, das Spiel. Und ich freue mich aber drauf, muss ich ehrlich sagen. Und ja. Was ist, ja genau, also wie gesagt, das wird demnächst so kommen. Auf dem Kanal. Ist das nicht jetzt schon richtig? So. Vielleicht auch während das hier schon läuft. Ich weiß nicht, wann ich's aufnehmen werde. Ja. Und es ist ganz erstaunlich, dass ich dieses Spiel so abnorm feiere. Ich weiß, es ist wahrscheinlich auch ich bin ein zu großer Fanboy davon. Also wenn jetzt irgendjemand Life is Strange kritisieren würde, wäre ich schwer beleidigt. Einfach weil es schon so eine Lebenseinstellung tatsächlich oder so ein Lebensgefühl geworden ist. Ich weiß nicht, die Veganer unter euch werden das kennen. nee. Aber es ist schon so, wenn man irgendwie sowas in sein Herz geschlossen hat, dann, weiß ich nicht, dann ist das so. Und wenn das denn irgendjemand kritisiert, das ist so, als ob man jemanden selbst kritisieren würde. Und das kennt ja jeder, wie gesagt, in dieser ganzen Veganer-Geschichten-Sache oder Apple-User oder so. Also ich bin sowohl Vegetarier als auch Apple-User, deshalb kenne ich das ganz gut. Und ich weiß, dass man sollte nichts zu so einer so sehr in sein Leben reinlassen, dass wenn man dasjenige kritisiert, dass es dann zu so einer, ja, das ist, oder dass es zu so einer Lebenseinstellung wird, das ist eigentlich falsch. Und was auch falsch ist, dass wir alles hier haben, um diesen blöden Pulli zu stricken, aber nicht den ersten Schritt, das Schaf zu scheren. Ach so, wir haben jetzt hier so eine Tasche. So, aber ich bin tatsächlich echt so Fanboy im Moment. Das wird sich hoffentlich widerlegen. Die saß auf der Schere. Ist das nicht sehr qualvoll? Aber im Moment bin ich so verliebt in dieses Spiel. Ich schwöre ein Schaf. Es gibt immer ein erstes Mal. Hätte ich's doch abgestochen. Ja, herzlich willkommen beim Schafscher-Simulator 2017. Was zum Fick? Aber um darauf zurückzukommen, ich hab, das ist so absurd. Ich hab meinen Desktop-Hintergrund, ach, wir haben alles schmutzige Wolle. Mein Desktop-Hintergrund ist Life is Strange, meine iPhone-Hülle ist Life is Strange. Ich hab 3 Life is Strange T-Shirts mit Sprüchen und Bildern. Es ist einfach so
Fanboy-mäßig. Und ich meine, ich bin noch nicht mal so ein Nerd. Ich würde mich nicht als Nerd bezeichnen. Unkardierte Wolle, ach Gottchen. Ich würde mich echt nicht so als Nerd bezeichnen, auch wenn ich Let's Plays mache. Aber andererseits würde ich mich auch als überhaupt nichts bezeichnen. Ich würde mich nicht als Gamer bezeichnen. Ich würde mich nicht als Hipster bezeichnen. Ich würde mich nicht als Nerd bezeichnen. Ich bin alles irgendwie. Aber ich finde dieses Gruppendenken auch so schwierig. Versteht ihr, was ich meine? Dieses, ich mach gleich weiter. Aber dieses, Clusterdenken. Yo, ich bin jetzt Nerd. Oder ich bin jetzt Geek. Oder ich bin jetzt Hipster. Ich finde, wer sich als sowas bezeichnet, das ist sehr traurig. Weil derjenige dann überhaupt keine... Das Schaf tut mir übrigens ein bisschen leid. Da steht's auch, arme Schaf. Weil der überhaupt keine eigene Identität hat. Weil wenn man sich als Hipster oder als Gott-Ghetto-Kind oder als... Gut, als Ghetto-Kind wird sich, glaube ich, keiner bezeichnen. Aber so als... cooler Typ. So als Checker. Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wie die offizielle Bezeichnung dafür heißt. Aber wisst ihr, was ich meine? So wie die neue YouTube-Generation so ist. Wer sich als sowas bezeichnet, in so einen Trend, der hat irgendwie keine Persönlichkeit. Und das ist so traurig. Ich meine, wenn man sich so durch solche Sachen wie zerschlissene Jeans oder riesige Brillen oder sowas identifizieren muss, hat man dann überhaupt noch eine eigene Identität? Wenn man so einem Vorschriftenkatalog folgen muss, wie man auszusehen hat, ist es denn nicht viel besser, denke ich mir immer, eine eigene Identität aufbaut und zum Beispiel große Brillen trägt, weil man große Brillen mag, oder nicht Mangas liest, weil man ein Nerd ist, sondern Mangas liest, weil man die Geschichten cool findet oder die Idee, die hinter Mangas ist. Ich lese auch Mangas. Aber trotzdem würde ich mich nicht als Nerd bezeichnen und werde so auch nicht von meinen Freunden angesehen. Und ich weiß überhaupt nicht, wo ich hin muss. Entschuldigung, ich habe mich so in Rage geredet. Ich hoffe, das ist echt nicht so einfach. Das Spinnrad. Das ist echt nicht so einfach zu spielen und zu reden. Was muss ich machen? Muss ich nochmal? Ja. Warum ist die Wolle jetzt so braun? Liebe Landwirte unter euch, ist das normal, dass die Wolle so... Jetzt ist sie wieder normal. Dann war das wohl ein Fehler. Vergesst die Frage. Aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Sollte man sich nicht viel mehr darauf konzentrieren, man selbst zu sein, anstatt einer Rolle oder einer Gruppe, einer bestimmten Gruppe von Menschen gerecht zu werden? Das ist interessant. Da habe ich schon oft drüber nachgedacht. Wir müssen das hier... Wo machen wir das denn? Hier? Nee, hier nähen wir das, ja. Müssen wir das bei der Scheune machen? Ich bin jetzt gerade wieder ein bisschen beim Spiel dabei. Aber es macht so viel Spaß, es macht gerade so viel Spaß, hier so Dinge zu tun. Ich bin total durch den Wind. Ich meine, zu reden über solche Sachen.
nochmal bitte? Gelb-grün, gelb-grün. Da kommt da hier grün hin, ne? Und da auch. Gelb-grün, gelb-grün, gelb-grün. Hier kommt grün hin. Da kommt gelb hin. Da kommt auch gelb hin. Da kommt auch gelb hin. Blau-orange, blau-orange, blau-orange. Da kommt auch grün hin noch. Warum wir das hier jetzt tun müssen, fragt mich bitte nicht. Das hier ist schwarz übrigens. Blau. Blau. Rot. Hier ist schwarz. Da ist rot. Da ist orange und da ist auch orange. Super! Ein lustiges Bildchen. Toll! Ungeschnittener Stoff. Jetzt gehen wir aber zum Hause zurück. Zum Dachboden nämlich. Ich würde gern, was auch mal so ein Traum von mir noch wäre, wäre... Moment, weiß ich doch nicht, was ich hier eigentlich ausschneiden soll. Mensch! Mit der Schere. Wäre mal ein Spiel, wo ich sowas auch mal schneiden könnte. Schneiden könnte? Was rede ich da überhaupt? Mal sehen! So, zack, zack, zack! Fertig! Das wird... Warum ist da der Schatten? Ach so, das war auf dem Bild. Wäre ein Spiel, wo ich mal noch besser quatschen könnte über solche Sachen. Weil ich viel zum Quatschen habe. Dass man... Keine Ahnung, das stelle ich mir so vor, dass man das dann und wann mal so eine Quatschrunde macht. Wo es gar nicht so sehr ums Spiel geht, oder doch, aber das halt so nebenbei macht, aber wo man sich nicht andauernd auf die Story konzentrieren muss, darüber, was da oben steht, oder wo man einfach spielt und dazu quatscht, über was weiß ich für Themen, die ihr auch vorschlagt, oder so, einfach wo man spielt so nebenbei und dazu zu irgendwas quatscht, wo man sich auch nicht so aufs Spiel konzentrieren muss und ständig an die Nähmaschine geht, sondern das wird mir schon mal Spaß machen. Aber ich bin so total unkreativ, was das für ein Spiel sein könnte. Aber natürlich denke ich da sofort an Minecraft. Muss ich da nicht? Ach nein, ich muss hier. Da denkt man sofort an Minecraft. Aber ja, Minecraft ist halt so, ist ein bisschen abgenudelt, möchte ich sagen. Gibt's da nicht irgendwie... Mich würde mal interessieren, ob jeder euch irgendein Spiel vorstellen könnt und ob ihr sowas überhaupt sehen möchtet. Weil mir würde es Spaß machen, weil ich mir über vieles auch so Gedanken mache. Ich studiere ja auch Philosophie und Soziologie. Das erzähle ich eigentlich wenigen Leuten, weil da sofort die Frage kommt, was macht man eigentlich damit? Und dann sage ich bestimmte solche Sachen, wüsste ich auch viel darüber zu erzählen, wie es so ist, wie man so zurechtkommt mit Philosophie- und Soziologiestudium. Und ja, also, wie gesagt, wenn euch das gefallen würde, auch mal sowas zu sehen, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Und dann auch, was das für ein Spiel eventuell sein könnte. Ich würde mich dann auch zusammenreißen und nicht andauernd und sowas. Das möchte ich mir auch immer schon mal abgewöhnen. Das versuche ich auch immer im Laufe dieser Let's Plays, was gar nicht so einfach ist. Und ja, siehst du, da ist es schon wieder. Aber jetzt erstmal
Kleidung! Gabark! Anasak! Gabar, gabar! Ich übersetze das mal. Was für ein hässliches Hemd. Hier, steck deinen Kopf in den Sack. Dieses Buch beschreibt magische Kreaturen, gut wie böse. Gut, dass wir das lesen können. Ah ja, ein Pferdefisch. Die Tante hier, die hat sich nämlich die Beine von dem armen Pferd geklaut und dann bösartig mit Hilfe von Dr. Frankenstein die Füße durch Flossen ausgetauscht. Hier sieht man diesen Prozess, das ist sehr böse. Gra, Fiona, Nga, Kneipe, Kelpi, nein, Fra, Granak, Kelpi, Mesak, See. The Hobgoblin was convinced that a creature called a Kelpie knew something about Fiona's capture. Also, der Kobold ist sich sicher, dass eine Kreatur namens Kelpie etwas... Kennst du die Geschichten über Kelpie, die den Menschen ins Wasser locken? Wenn ich doch nur zugehört hätte, dann hätte ich so einiges verhindern können. Scheiße, die weiß, dass ich jetzt gerade beim Spiel nicht zugehört habe, sondern nur über Life is Strange und solche komischen Sachen geplauscht habe. Ich werde mich bessern in Kapitel 3. Das Monster. Hallo! Trari, trara, der Pumuckl ist da. Ja, mein Pumuckl, was machst du denn da wieder für einen Unsinn? Oh, ich zeige dir mal den See. Gra, Gabba, Foto von Fiona. Ada, Podest, Gra. Der hat auch immer eine andere Stimme, das muss so sein. Das ist eine Steinoberfläche mit einem kleinen Rad, was? Hier ist das Podest, von dem der Kobold gesprochen hat. Achso, hier haben wir ein Foto von der. Bitteschön. Wolltet ihr das nicht haben? Ach, Podest. Achso. Natürlich. Was? Wer wagt es, mich herbeizurufen? Du törichte Sterbliche! Niemand überlebt, wenn er nicht etwas im Gegenzug bringt. Du wirst mir das Gleiche geben, das mir die Kinder gegeben haben, als die an den Strand gekommen sind. Dein Leben! Entschuldigung, es hat mich jetzt so mitgerissen. Nein! Das Monster ragte vor mir auf und ich dachte, dass es das war. Das war das Ende. Aber der Kobold, er warf sich vor mich und dann... Nein, Pumuckl, nein! Wir retten ihn mit dem Krug. Rak, rak, ist der Sackgra. Wir trauern nun um den Kobold mit dem Pumuckelhemd. Ich bitte nun um eine Schweigeminute. So, Minute vorbei. Ich komme nicht an den Sack des Kobolds heran. Was ihr euch dabei jetzt denkt, das ist eure Sache. Hier kann ich die Sache ablegen, um Kelpie herbeizurufen, wie Krug. Oder ein Messer. Nach all dem, was passiert ist, kann ich nicht zum See gehen. Warum denn nicht? Ein Habicht. Der ist gefährdet. Solche Früchte habe ich noch nie gesehen. Upsa. Ja, nochmal vernünftig hinsetzen. Sehen aus wie solche Weihnachtskugeln. Ein Zigeunerwagen. Was bist du denn? Er sieht verärgert aus. Was bewacht er nur? Der frisst die Leiche auf. Bekommen wir nochmal eine Auszeichnung?
der frisst eine Leiche. Was zum... Was zum Teufel soll denn das? Ich glaube, ich habe den Moment verpasst, wo das Spiel hier zu einem... Echt jetzt wirklich komisch wurde. Wo sind wir hier? Seltsamer Baum. Eine Art Nest. Was? Ich muss mich jetzt wieder mal ein bisschen aufs Spiel konzentrieren. Und auf die Elfen. Ich muss alle Ranken ausschneiden. Die oberste zuerst. Das ist... Ja, das ist die hier. Und dann die. Und dann die. Und dann... Die? Das hier ist doch die oberste, oder nicht? Jetzt die? Ach, die sind gar nicht zum Schneiden. Die, dann die, dann die und dann die. Und wir bekommen einen... Hier noch so eine Eichel. Oder was das ist... Das Wandbild der Kelpie ist immer noch erhalten. Schneid das doch auch weg, das sieht doch schöner aus. Hier fehlt eine Schnitzerei. Oh, ich glaube, der Timer ist schon abgelaufen. Aber das ist ja ein komisches Spiel. Hier ist wieder ein Frosch. Also das ist echt sehr, sehr merkwürdig. Können wir den auch befreien? Huch, nein, ich wollte hier noch gucken, ob es hier was gibt. Anscheinend nicht. Ich würde gerne noch die dritte Frucht finden. Überall ekliger Schlamm. Können wir denn uns nicht nochmal Wasser holen? Doch, tatsächlich. Der Krug ist echt super. Und da ist die dritte Eichel. Das sind alles eure Gedanken. Und hier ist Pumuckls Schwester. Drachenschnitzerei. Aber ich fürchte, das werden wir alles im nächsten Teil erfahren und mal sehen, worüber wir da quatschen werden. Ich würde jetzt einfach sagen, wir sehen uns beim nächsten Teil wieder. Jetzt, wo ich einfach das ganze Spiel quatsche und überhaupt nicht auf das Spiel achte, macht sogar ein bisschen Spaß. Nein, aber wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Otherworld Frühling der Schatten. Macht's gut!